Ich habe mir ein neues Spielzeug gekauft. Ich war mir erst nicht sicher, ob das wirklich so genial ist und es hatte auch eine ziemlich lange Lieferzeit, aber als ich es das erste Mal benutzt habe, war ich sofort begeistert. Das ist eine Maschine, mit der man ganz einfach solche wunderbaren Nudeln machen kann. Ich habe euch schon mal gezeigt, wie man die komplett ohne Maschine macht und das ist schon recht einfach. Mit dieser Maschine geht es aber unglaublich schnell und man hat überhaupt keine Hemmung mehr, für viele Leute frische Pasta zu machen. Der einzige kleine Nachteil an meinem Gerät ist, dass es sich nicht so weit aufschrauben lässt. Deswegen passt es bei mir so nicht an die Arbeitsoberfläche. Ich habe mir da aber ganz einfach Abhilfe geschafft, indem ich das an einem Brett mache und das Brett an der Arbeitsoberfläche befestige. So funktioniert es auch problemlos. Der Teig dafür ist extrem einfach. Dafür gibt man Hartweizengrieß und Wasser im Verhältnis 2:1 und ein bisschen Salz in eine Schüssel. Tendenziell empfiehlt es sich hier lieber ein bisschen zu viel Hartweizengrieß zu nehmen und auf gar keinen Fall zu viel Wasser. So klebt der Teig später nicht an. Das Ganze kann man jetzt kurz ruhen lassen und dann formt man das schnell zu so einer Wurst und führt die während man kurbelt in die Maschine. Und die formt es jetzt in so wunderschöne Cavatelli. Übrigens werden die Nudeln kleiner, je dünner die Wurst ist. Und wenn man beim Abwiegen wirklich vorsichtig war und nicht zu viel Wasser im Teig ist, kleben die Nudeln jetzt auch kaum aneinander. Ansonsten müssten wir jetzt immer mal wieder Pause machen, die Nudeln verteilen und Hartweizengrieß dazugeben, damit sie nicht ankleben. So gebe ich sie aber ganz einfach vorsichtig, ohne zu viel Druck auszuüben, direkt ins kochende Wasser und dann lösen sie sich voneinander. Weil die Nudeln frisch sind, brauchen sie jetzt nur wenige Minuten. Nach 1 bis 2 Minuten sind sie schon fertig und können dann in eine wunderbare Soße. Ich mache da am liebsten so eine ganz einfache Tomaten-Garnelensoße dazu, die wenige Zutaten hat, schnell geht und geschmacklich gar nicht besser sein könnte. Dafür nehme ich große, rohe Garnelen, meine sind jetzt noch mit Schale, und taue die auf. Generell ist es so, dass man Lebensmittel möglichst langsam auftauen sollte, das ist einfach das Schonendste. Allerdings will ich hier eine schnelle Pasta machen und es ist ganz oft so, dass ich die Zeit einfach nicht habe. Daher ist für mich die schnellste und beste Methode, die Garnelen einfach in eine Schüssel zu geben, ordentlich Salz dazu zu geben und das Ganze mit warmem Wasser zu bedecken. So dauert es nur wenige Minuten und dann sind sie aufgetaut. In der Zwischenzeit schneide ich schon mal Knoblauch fein und viertel so Cocktailtomaten. Die haben einfach den besten Geschmack. Und den Knoblauch schwitze ich jetzt in viel Olivenöl an. Hier soll die Hitze jetzt auf gar keinen Fall zu hoch sein. Ich will nicht, dass der Knoblauch Röstaromen bekommt. Er soll sein frisches Aroma abgeben. Ist ganz, ganz wichtig für viele solche Pasta-Gerichte. Da gebe ich jetzt auch gleich schon ein bisschen Chili dazu. Ich habe hier ein super geniales Chili-Pulver. Da gibt es qualitativ riesengroße Unterschiede. Und das ist einfach nur der absolute Oberhammer. Nicht zu scharf und mit super viel Geschmack. Man sieht es sofort an der Farbe. Das lösche ich dann mit einem Schluck Weißwein ab und gibt den Großteil der Tomaten dazu. Den anderen Teil will ich später frisch dazugeben. Das salze ich auch schon mal gut und lasse es leicht vor sich hinköcheln. In der Zwischenzeit koche ich auch schon die Nudeln. Ich habe jetzt mit dieser Maschine ganz schnell frische Nudeln gemacht. Ist absolut genial, weil es so schnell und einfach geht, kann ich sehr empfehlen. Man kann aber natürlich auch einfach gute Nudeln kaufen. Die Garnelen sind jetzt auch schon aufgetaut. Die schäle ich jetzt, schaue aber auch wirklich, der ganze Darm draußen ist. Wasche noch mal kurz ab und schneide sie grob. Ich schneide die ganz gerne, sodass ich dann später auf jeder Gabel auch ein bisschen Garnele habe. Und die kommen jetzt zusammen mit den restlichen Tomaten in diese wunderbare Soße. Da kann man auch noch ein bisschen Pastawasser dazugeben und darin lasse ich die jetzt einfach nur gar ziehen. Garnelen sollte man schon zu einem gewissen Punkt garen. Die sollen jetzt nicht wie ein Fisch zum Beispiel noch glasig sein. Dann sind sie nämlich noch ein bisschen zäh. Sobald sie dann einen gewissen Garpunkt erreicht haben, sind sie viel zarter. Dann sollte man sie aber auch nicht mehr weiter garen, ansonsten werden sie nämlich trocken. Und da kommen jetzt noch, wenn sie fast fertig sind, diese wunderbaren Nudeln dazu. Und ich gebe dann ganz gerne noch ein bisschen kalte Butter für noch mehr Cremigkeit und einen noch besseren Geschmack dazu. Und fertig ist ein echter Traum von dem Nudelgericht. Kann ich sehr, sehr, sehr empfehlen.